Ja, moin moin meine lieben LS-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Folge auf der NF-Match-Map. Mit dabei ist wieder der liebe Manu. Moin moin. Der Paul. Moin. Und ich, der Samu. So, jetzt fahre ich erstmal, ich hoffe ich fahre mich jetzt diesmal nicht. Ich höre jetzt am besten gar nicht mehr auf Paul. Du kriegst auch keine Antwort mehr von mir. Nö, Gott sei Dank. So, Paul, nach deiner Meinung, wie müsste ich jetzt gleich fahren? Links oder rechts? Schau mal jetzt auf der Karte. Rechts, oder? Hat funktioniert gar nicht. Hat funktioniert. Ja. Naja, ist auch egal. So, ich weiß zumindest jetzt, wo lang. So. Ja, wie gehen wir gleich weiter vor, Jungs? Also ich bin gerade am Ansehen. Ich will immer mehr fliegen. Ja, genau. Ich sehe da nicht weiter an, weil sonst fliegt der mir hier meine Saat weg. Ich doch nicht. Ja, darauf muss man natürlich eben aufpassen, Leute. Ja? Oh, voll drüber, ey. Du mich auch. Jetzt muss ich extra wegen dir noch ein Vorgewende ziehen. Tut mir leid. Oh. Ich hatte mir gerade auch gedacht. Der Marvin hat sogar noch gut. So, soll einer anfangen zu mähen oder? Würde ich sagen, ja. Paul, magst du dann mähen und ich folge dir mit dem Schwader? So, ja, einer muss es ja machen oder nicht? Ja, fahr du doch mähen. Wir können uns nicht zerreißen. Ja, wer soll denn schwaden? Strom muss man ja auch noch einfahren. Ja. Jawohl. Samu, ich brauche hier sowieso noch was länger zum Flügen. Ja. Die Sämaschine, die ist ja auch gar nicht so klein. Eigentlich könntest du Main fahren. Deswegen, ja. Okay, jetzt in den. Ja. Ich lasse die Sämaschine aber hier auf dem Feld. Dass man direkt dann. Ja, lass das stehen. Dass man die dann direkt anhängen kann. Feld 1. Ja. Ey, Leute, das. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Mein Internet gerade ein bisschen. Komischerweise, sonst. Ja, sonst läuft das eigentlich immer. Aber naja. So ein Vierscherflug, einen alten 1455 und dann hast du deine 1080 Hektar am Tag gemacht. 1080 Hektar? Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Wo ist denn die Kuhweide eigentlich? Oben links. Da, wo das Kuhsymbol ist. Vielen Dank für diese Information. Bitteschön. So. Ah, siehst du, Manu, der Samu, der lässt sich helfen. Der weiß auch direkt, wo die Sachen dann sind. Ja, genau, ne? Jetzt mach mir mal Vorwürfe. Ah, mit einem alten Eiznock und hier mit einem Heckmähwerk. Ja, dein. Paul, lass doch nicht so viel übrig. Wir haben Direktsaat. Ja, trotzdem. Das spiegelt sich aber wieder im Ertrag. Ach komm, der kleine Klecks. Ja. Was? Nee, geh du mal mähen, ich folge dir dann irgendwie mit dem Schwader oder so. Ja, nicht, dass die Zuschauer nur hier. Hä? Ich fahre jetzt noch einen Ladewagen. Wie viele Ladewagen habe ich denn jetzt gefahren? Nicht viel. Einen. Ja, siehst du, einen Wagen fahre ich noch eben und dann. Ach so. Ja. Kannst du schon mal lostuckern? Ich habe probiert, ob du das mit beiden Mähwerken auch kannst. Ja, doch, müsste dann gehen, glaube ich. Mit einem Butterfly wäre es schwierig. Ich weiß nicht, wegen PS. Doch, ich meine, das müsste gehen. Der da ist der praktische. Naja, kommt da an. Scheiße, geht gar nicht. Ja, guck mal, das meine ich immer. Irgendwie, was ist denn mit der Lenkung faul von deinem Schlepper da? Oder von dem Schlepper? Warum? Die Lenkung ist super. Ich weiß nicht, ist kacke, die kann man Müll auch nur. Doch. Ja, bei dem 1455, ich hab das Lenkrad gerade schon in der Hand gehalten. Ja, so gehört sich das auch. Oder meinst du nicht? Ja, nee, vom Gesicht. Ich finde, das gehört sich so.
Hier bei den Windrädern, das, die Flächen kann man auch nähen. Ja, ja, mach ab die Dinge. Okay. Wo meinst du? Mach alles ab. Den Deich, den mähen wir auch noch. Ja, genau. Nee, das nun nicht. Also ich meine, das sollte auch schon fair bleiben. Aber den kannst du mähen. Lenken, lenken. Er lenkt, er fährt einfach weiter. Warum denn? Ja, du musst das Lenkrad auch drehen. Ja, Paul. Wenn du fährst. Jetzt stell mich nicht blöd da. Also wirklich, manchmal, wirklich, friert hier alles ein und er fährt einfach geradeaus. Ja, du musst auch einlenken. Paul, jetzt hör doch auf. Nee, du kennst gar nicht meine Situation, ja? Ha. Da hast du keine Arme. Ja, sicher. Achso, dann habe ich immer noch kein Verständnis dafür. Nee, für diesen Schlepper sowieso nicht. Ach, das ist der Beste, den wir im Hof haben. Nee. Den will ich noch dreimal kaufen. Ja, egal. Wir wollen ja keinen Markenkrieg auslösen hier. Naja. Kann ich überhaupt hier auf die Weide fahren? Musst du von hinten, von hinten musst du. Ja, siehst du, super geholfen, ne, Samu? Jetzt fahr bloß von hinten rein, nicht, dass der Paul dich gleich ausschimpft. Ja. Der Stall hat nur zwei Seiten. Ja, vorne und hinten, ne? Ja. Kommt drauf an, wie rum man steht, ne? Ob nur vorne hinten ist oder hinten vorne. Paul. Du musst von vorne rein. Jo. Ich hab doch den Eingang schon nicht. Heiland, ja, ey. Siehst du, Manu, ich hab ihm schon geholfen. Ja. Du hättest dich jetzt auf dem Hof noch sechsmal verfahren. Genau. Mann, ich. Also, ne, anfangs war es noch witzig, aber jetzt finde ich das gar nicht mehr witzig. Oh. Wir kriegen hier, müssen uns gegen die anderen aufnehmen, nicht hier im Team. Ja, deswegen, Paul, du arbeitest gegen mich jetzt gerade. Ich gehe jetzt zum LU, das wird mir jetzt so bunt. Paul, was ist denn los mit dir? Mann. Also irgendwie hängt die ganze Scheiße ein bisschen hinterher. Naja. Hajo, was will ich denn machen? Ich fahr hier erstmal noch den Ladewagen weg. Also wir müssen eigentlich schon irgendwie, weiß nicht, 100.000 Liter, ein Fünftel oder so. Müssten wir eigentlich schon haben, glaube ich. Ja, die haben wir schon. Ach, verdammt. Das ist heute auch nicht einfach. Ich weiß auch nicht irgendwie, was los ist. Ich fahre hier gerade im Club zusammen, also Entschuldigung bitte, aber es lässt sich gerade irgendwie nicht ändern. Jetzt kann ich zum Beispiel nur auch wieder geradeaus fahren. Lenkrad. Paul, bitte, jetzt hör auf, das macht keinen Spaß mehr. Oh. Ach hey. Naja. Ey, schon wieder. Was wollen wir eigentlich als nächstes ansehen? Was hast du angesehen? Ah, da gibt's zwei Eingänge, sehe ich gerade. Was hast du angesehen? Nicht wie viele Eingänge haben wir? Paul, schimpf doch nicht immer so, was ist denn los mit dir? Ja, ich will gewinnen, aber ich keine Zeit. Ja, mein Gott, aber dazu auch ein bisschen freundlich bleiben, ne? Nee. Doch. In der Formel 1 fahren sie sich auch in eine Karre rein. Ja, trotzdem. Aber so halten wir uns ja gegenseitig auf. Ja, das stimmt aber auch. Alter, nein. Samu, was hast du denn angesehen? Kannst du mal, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist ja gut, dass du angesehen hast. Hauptsache, du hast irgendwas angesehen, ne? Egal was. Hoffentlich hast du Mais angesehen, was wir gar nicht ernten können. Das geht ja gar nicht mit der Sämaschine. Doch, jetzt schon. Scheiße, da habe ich jetzt echt gar nicht nachguckt. Samu. War jetzt echt nicht gut. Aber ich glaube, das war Weizen. Siehst du, das, womit Paul, jetzt fahre ich auch links und nicht rechts, ja? Und ich fahre richtig. Vorhin bin ich falsch gefahren, nur wegen dir. Wegen mir? Du kannst nicht fahren, das ist... Genau. Hauptsache, du sagst rechts, ne? Rechts, verkehrte Richtung. Ja, wie hab ich das denn auf der ersten Tour gemacht? Da hat mir keiner geholfen. Und ich hab mich nicht einmal verfahren. Das glaube ich auch nicht. Nee. Du bist heimlich irgendwie doch anders gefahren. Bin ich zu früh abgebogen. Du warst auf dem Waschverfahren und gesagt, dass du kurzzeitig in meinem Shop warst, weil du den ihren LKW gesehen hast. Guck! War,
Da bist du zu weit gefahren, ja? Mhm. Ich war da am Rumswitchen, ihr Vögel. Rumswitchen, ne? Wozu switchst du denn mitten auf der Straße rum? Naja, gut, aber lassen wir das Thema jetzt beiseite. Leute, ist jetzt gut. Wir haben uns alle wieder lieb. Nein. Ich hab dich ganz toll lieb, Paul. Schiebt der das sonst wohl? Paul, bitte. Wir haben uns alle lieb. So, dann will ich erstmal die Fuhre hier noch abladen. Oh, wir haben schon dies. Ey, Junge, wir sind schon wieder aus dem roten Bereich raus mit der Skala, ne? Das weiß ich. Ist das eigentlich erlaubt, mal ganz kurz rüber zu gucken zu den anderen? Was die schon haben? Ich glaube nicht. Lass Hat uns. Eigentlich keiner was dagegen gesagt? Hör auf zu spielen. Hier, Mensch, Manu. Guckt denn jemand gerade? Nee, ist. Marvin und Oliver sind da. Ja, warte, das müssen wir mal ganz kurz eben gucken. Ja, der HD und der Austria-Farmer, die sind auch beschäftigt. Ja. Marvin kriegt sowieso nichts mit. Ja, und die anderen sowieso nicht. Ja. Die haben noch gar nichts abgeliefert. Spionage. Ja, pst, das bleibt doch unter uns. Das sehen doch nur wir. Das bleibt doch unter uns. Ich habe mal eine Frage. Kann man das LU quasi auch damit beauftragen mit Spionage? Das kostet aber, glaube ich, extra. Macht das ist mir wert. Nee. Ich habe auch jetzt nicht ganz genau geguckt, ne? Davon abgesehen. Ajo. Niemand verübelt dir das, glaube ich. Ja, ein bisschen neugierig bin ich doch auch. Ja. Aber was ich schön an dieser Karte finde, ist, dass wenn man dann mal... Ja, da muss ich lang. Wenn man dann mal hier größere Sachen hat, dass man dann das auch machen, also hier auf dieser Karte einfach problemlos machen kann. Weißt du, wenn man jetzt größere Maschinen hat, dass man dann auch von der Gegebenheit her, von der Umgebung her, das Problem möglich ist. Daran wurde ja auch gedacht. Ja. Jo. Also hier wurde wirklich an jedes kleinste Detail geachtet. Ja. Echt wirklich Respekt an den Modder. Das auf jeden Fall. So. Da lang, ne? Ja, und vor allem, was für Möglichkeiten dadurch entstehen, was für mega geile Projekte dadurch, ne? Jetzt sich entwickeln. Das ist sowieso der Hammer. Ja. Ja. Fat Action hier, die Freundschaft zwischen Lund und dem M&Co und Lund Austria. Und Austria Gewerle. Ja. So kann man es auch schon nennen. Gut, wie wollen wir das jetzt machen? Soll, Du bist ja jetzt schon am Mähen, Samu, ne? Samu? Hallo? Er kriegt nichts mehr mit. Ja komm, dann sollte man zumindest dann nur schon antworten. User in your channel, time das, out. Ich wusste das! Nee, da nicht lang, ne? Oder? Doch, das war da lang. Mist. Warum fliegt er denn jetzt raus? Naja, gut, okay. Naja, ist auch egal. So. Einmal ganz kurz verfahren und natürlich wieder lenkt er zu doll ein. Ach. So, jetzt aber. Herr Paul, was meinst du denn jetzt, wie sollen wir dann jetzt weiter vorgehen? Am besten irgendwas mal ansehen, was Sinn macht, das Weizen. Ja, ich meine, Weizen wäre ja nicht verkehrt, wegen Stroh und das alles. Ich würde sowieso sagen, dass wir sowieso jetzt mehr Strom machen, um halt so schnell wie es geht, die Lagerstätte da vollzuhauen. Ja, aber dann könnten wir auch Gerste ansehen. Ja gut. Gerste brauchen wir ja klar. Auch früher oder später. Ja. Aber
blöd ist es ja auch, eigentlich müssen wir nach und nach die Fruchtsorten voll machen. Blöd wäre das ja jetzt auch, zu sagen, gut, wir haben jetzt, keine Ahnung, so und so viel Weizen gemacht, hauen das jetzt alles ins Lager, wir machen so und so viel Gerste, wir machen so und so viel Raps und in dem Sinne kriegen wir ja nichts von all dem voll. Also eigentlich müssen wir ja schon fast bei Weizen bleiben, oder nicht? Dass wir im Weizen komplett im Voll machen. Geld, hey, wir haben doch noch gar nichts am Weizen abgekippt. Ja, deswegen ja. Ich meine, wir wollen ja so viel erstmal zwischenlagern, damit sich das lohnt, mit beiden Anhängern gleichzeitig hinzufahren. Ja, wir müssen aber auch Geld bekommen. Wofür? Verstehst du? Oder willst du noch 3000 Jahre mit dem kleinen Drescher fahren? Nein, das auch nicht. Was, danke. Gut, okay. Ja, ich meine, klar, wir sollten auch irgendwie Geld verdienen. Oder sollen wir das teils machen? Ich weiß ja nicht, was Samu hier jetzt angesehen hat. Sojabohnen war es, glaube ich, der Fall, ne? Weiß er doch nicht. Ja, das weiß er selber nicht. Das ist so schlau, ne? Man kann ja auf die Kartenübersicht schauen. Ne, dass wir sagen, dann teils. Dass wir dann auf einem Feld, sei es jetzt irgendwie weiterhin Weizen machen und auf dem anderen Feld machen wir dann Geld. In dem Fall mit Sojabohnen. Oder ja, was auch immer er angesehen hat. So würde ich das jetzt sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ach, Leute. So. Wollen wir nach der Aufnahme die Maschinen zurückfahren? Ja, ne? Ja. Weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt in der... Ich glaube, nach der Folge machen wir das dann. Ja, da. Ja. Ne, gut. Fährt Samu überhaupt noch? Ja, ne? Ja. Ich mach dir noch diese eine Bahn und dann war's das. Ja. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. So. Aber erstaunlich, dass wir am Anfang schon den Bergmann-Ladewagen haben, oder nicht, ne? Ich meine, man hätte auch nur den Pöttinger haben können. So, aber gut. Ich sehe auch gerade so schon, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde uns wahnsinnig freuen und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.